Kiel, Donnerstag, 6.1.2022. Kiel Exerzierplatz, 18.30 Uhr wurde sich getroffen. Langsamer! Langsamer! Der Zug ist sehr schnell unterwegs, deswegen reißt er immer wieder auseinander und musste hier einmal aufgestoppt werden. Jetzt kann man hier wunderschön sehen, wie in der Holtenauer Straße, frühe Weizstraße, Massen an Menschen unterwegs sind. 1502 Personen habe ich durchgeklickert. Mit Beginn des Videos hat an dieser Stelle, wo ich gerade stehe, in der Holtenauer Straße, der Zug sich wieder in Bewegung gesetzt. Der Zug geht hier auf zwei Fahrspuren entlang. 1502 Personen habe ich durchgezählt. Mit einem Klicker, den ich von einem Teilnehmer heute hier geschenkt bekommen habe. Bisher habe ich immer im Kopf gezählt, heute mit Klicker. ...18.30 Uhr, Kiel Exerzierplatz, war der Start der ganzen Veranstaltung. Dort wurde sich getroffen. Die Polizei ist heute mit mindestens 30 Polizeiwagen hier aufgetaucht, um das Ganze zu begleiten. Zurzeit fahren etwa 7 Polizeiwagen vorweg und 7 Polizeiwagen hinterher. Die anderen 15 haben sich wahrscheinlich irgendwo im Stadtgebiet verteilt, um im Fall der Fälle dazustoßen zu können. Vereinzelt wird der Zug von 2 Polizisten, teilweise auch mal mehr Polizisten, begleitet. Seit 2 Minuten ziehen hier Holtenauer Straße, 2 Fahrspuren breit, Menschen an mir vorbei, die vorher aufgestoppt wurden. 1502 habe ich durchgezählt. Den ganzen Dezember bereits und jetzt das erste Mal im Januar 2022 wird sich donnerstags um 18.30 Uhr in Kiel auf dem Exerzierplatz zu einem Lichtermarsch getroffen. Verlässliche Zahl 1502 hat mein Klicker am Ende angezeigt. Das waren 1111 hinter dir. Und insgesamt 1500, die ich gezählt habe. Vielleicht sagt die Polizei ja mehr. Nee. Gezählt habe ich die Leute mit dem Klicker. So, dieses Video filme ich auf einer zweispurigen Straße, die ca. 6 Meter breit ist. Die Dichte der Teilnehmer ist nicht überall gleich.
hier offenbar deutlich dünner als ganz vorne. Ja, ich werde gleich wieder einen Polizisten ansprechen und sagen, dass sie vorne langsamer gehen müssen, weil es hier hinten schon wieder auseinanderreißt. Ja, 1500 habe ich gezählt und jetzt genau an diesem Schild sind mit Beginn des Videos die ersten losgezogen. Hier hat die Straße ungefähr 6 Meter Breite und alle wurden vorher aufgestoppt. Das heißt, hier kann man wunderschön die eigene gewünschte Multiplikationsaufgabe anstellen, nämlich jetzt kommen die letzten Demonstranten. 6 Minuten mal 6 Meter Breite, das sind 60 mal 6, 360 Sekunden bei 6 Meter Breite, 1500 Leute. Das wären, hier sind 2, 4, 6, 8, 9 Polizeiwagen, die dem ganzen Zug folgen. Ja, es sind mehrere Hundertschaften hier unterwegs. Die 111, die 113 und die 211. Immer die Personen aus einem Fahrzeug haben hinten dieselbe Rückennummer und unterscheiden sich dann durch die individuelle Kennzeichnung vorne.